willkommen, liebe Freunde, Investoren und Newcomer. Wir sind auf die 69.000er Marke hochgegangen, haben eine kleine Rejection gefunden und halten uns jetzt leicht unterhalb auf. Immer wieder zwischen der 68.300er, 68.500er, 600er Marke schwanken jetzt hin und her. Kommt jetzt erstmal ein kleiner Einsacker oder schießen wir noch einmal über die 69.000er Marke durch. Wale schicken uns hier eindeutige Signale, meine Lieben. Was planen Sie? Kommt bald schon der große Anstieg? Das werden wir in diesem Video betrachten. Ich werde es relativ kurz halten, um euch diese spannenden Informationen letztendlich schnell und einfach rüberzubringen. Darum tauchen wir direkt ein. Wer aber noch günstig einkaufen möchte, geht über unseren Link in der Videobeschreibung auf Bitwavo, meine Lieben. Ihr bekommt hier 10 Euro geschenkt, wenn ihr die erste Einzahlung tätigt. Ihr habt hier eine Sicherheit, die ihresgleichen sucht weltweit. Ihr habt hier Gebühren von 0 bis 0,25%, welches nicht nur zu den günstigsten Anbietern in Deutschland, sondern zu den günstigsten Anbietern weltweit gehört. Wir haben nicht nur die EU-Regulierung, sondern auch die BaFin-Lizenz über Bitwavo Power by Hype. Und wenn ihr bis Oktober eure Kryptowährung wieder bei Bitwavo einzahlt, habt ihr die Möglichkeit, bis zu 1000 Euro am Bonus geschenkt zu bekommen. Bevor wir aber loslegen, was haben wir heute aus der Kategorie Anwendung und Expansion des Kryptomarktes? In Dubai ist es jetzt erlaubt, mit Bitcoin und mit Kryptowährung Immobilien einzukaufen, meine Lieben. Es geht immer weiter und immer weiter. In einigen Ländern wird das schon Standard sein in der nahen Zukunft, glaube ich. El Salvador hat natürlich da vorgelegt gehabt. Dubai, Saudi-Arabien wird, glaube ich, auch nicht lange auf sich warten lassen. Und hier in Europa ist es nur eine Frage der Zeit, bis die Haie aus der Wall Street und aus dem Finanzsektor verstehen, was hier für ein Potenzial drin steckt und bis sie das Ganze auch in Europa umsetzen. Options Trading beim New Yorker Stock Exchange von Bitcoin ETFs wurde jetzt von der SEC genehmigt, meine Lieben. Ja, die Flut an Liquidität wird nicht aufhören, hier in diesen Space reinzufließen. Jetzt, während wir uns in einer Bull-Run-Phase befinden, ist das natürlich super positiv für uns. Langfristig kann das aber dafür sorgen, dass wir etwas stärkere Manipulationen sehen und etwas stärkere Kontrolle durch diese Riesen natürlich, die Liquidität von verschiedensten Hedgefondsmanagern, von verschiedensten Anlegern gebündelt in Bitcoin reinfließen lassen können, aber auch das Ganze wieder rausziehen können. Darum, sie jetzt nicht direkt, sie agieren ja natürlich für die Kunden, aber sie können das kollektiv besser steuern. Das ist das, was ich damit meine. Und das sind eindeutige Zeichen, die Wale uns senden. Sie kaufen hier in einer Rate ein, wie sie es noch nie vorher getan haben, meine Lieben. Was sind das für Zeichen, die sie uns senden? Wird schon bald eine etwas stärkere Bewegung kommen? Denn sie kaufen hier jetzt nicht gerade bei den 15.000er Marken ein, da wo wir uns bei dem FTX-Crash, bei dem Bärenmarkt-Tiefpunkten uns befunden haben. Sie kaufen hier zu Preisen ein, wie vom 2021er Bullrun Top, meine Lieben. Und das hat einen Grund, das tun sie nicht, weil sie jetzt denken, dass der Markt fällt und sie das Ganze in Minus halten wollen. Nein, hier steckt etwas Größeres dahinter. Sie wissen Dinge, die wir eventuell nicht wissen. Und ich bin der Meinung, das ist einer der stärksten Zeichen, die wir haben, dass der Trend oder der Preis schon bald wieder in Richtung Norden gehen wird. Und die Stimmung aus dem traditionellen Sektor ist auch super positiv. Allein in der letzten Woche wurden über 1 Milliarde US-Dollar an BlackRock Spot Bitcoin ETFs eingekauft. Wow! Ich habe euch gezeigt gehabt, dass der Fear and Greed Index auf Gier übergegangen ist, dass die Angst schon wieder fast komplett weg ist. Der traditionelle Sektor scheint wieder positiv gestimmt zu sein. Erinnert ihr euch, wo wir uns bei tiefen Preisen befunden haben, wo die stärkere Korrektur kam auf die 49.000, 48.000er Marke, wo ich euch gesagt habe, sobald die Preisanstiege wieder kommen, wird diese Angst vergessen sein? Und schaut euch das mal an. Innerhalb von einer Woche sind hier 1 Milliarde US-Dollar allein in Bitcoin-Spot-ETFs von BlackRock hineingeflossen. Und das Ganze, wie Bitcoin Magazine hier uns präsentiert, während wir uns nur 7% vom All-Time-High bei Bitcoin befinden, meine Lieben. Nur noch 7% und wir werden schon bald ein neues All-Time-High setzen, wenn wir darüber gehen natürlich. Diese ganze Konstellation, die stimmt positiv. Guckt euch die letzten 3 oder 4 Videos an, die ich gemacht habe. Sammelt all die Informationen zusammen. Und dann sagt mir immer noch, ihr seid bearish gestimmt und glaubt nicht, dass der Bullrun weitergeht.
Es ist verrückt. Es ist verrückt, was zurzeit passiert. Aber dann kann man es auch natürlich übertreiben. Plan B kommt hier mit solchen Aussagen wie mit dem Power Law oder mit dem Stock-to-Flow-Model Power Law und geht hier davon aus, dass wir im Schnitt zwischen 2024 und zwischen 2028 uns zwischen 250.000 Euro pro Bitcoin bis 1 Million pro Bitcoin befinden werden. Und er geht davon aus, dass wenn wir eine Korrektur erleben werden, dass diese Korrekturen, wenn wir noch 2025 in Richtung 200.000er Marke gehen, dass wir 2026 eine Korrektur bis auf 100.000 sehen. Also man kann ja positiv gestimmt sein, ja, aber in einer Phase, wo wir uns zwischen 2024 und zwischen 2028 höchstwahrscheinlich in einem Bärenmarkt befinden werden. Dass man davon ausgeht, dass wir in dieser Zeit zwischen 250 bis 1 Million US-Dollar pro Bitcoin erreichen. Das halte ich für etwas übertrieben. Aber gut, wir werden sehen, was die Zukunft bringt. Ich möchte nicht, dass ihr zu bullish seid, um auf so eine 1 Million pro Bitcoin zu hoffen. Jetzt in den nächsten 1 bis 2 Jahren oder 4 Jahren, so wie ihr es auch Plan B macht. Ich möchte auch nicht, dass ihr zu negativ gestimmt seid und denkt, oh nein, der Bullrun kommt gar nicht. Wir müssen irgendwo die Mitte treffen, meine Lieben. Wir müssen versuchen, Emotionen wegzulassen, unsere Erwartungen nicht zu hoch, nicht zu tief zu schrauben, aber uns mehr auf die Charts zu verlassen und zu gucken, was letztendlich Bitcoin machen wird und nicht das, was wir uns erhoffen. Die Liquidationsbereiche zeigen uns hier auf, dass hier starke, starke Long-Liquidationen bei der 67.700er Marke und leicht darunter sich befinden. Und wenn wir hier oberhalb der 69.600-700er Marke gehen, werden hier auch nochmal stark gehebelte Shorts mitgenommen. Ich denke mal, in einem volatilen Wochenende kann es passieren, dass wir solche kleinen Bewegungen machen und beide wegliquidiert sehen. Während die Börse und während Gold gut performt, geht Bitcoin hier endlich langsam mit. Jetzt schaut euch das mal an. Wir haben hier den 2021er All-Time High auf dem Punkt angetestet, meine Lieben, haben einen kleinen Candlestick gesehen, der jetzt nach unten geht. Wir haben auch hier, seitdem wir uns in diesem schon 7 Monate langen Flag befinden oder diesem Parallel Channel, auch diese rote Trendlinie, diese obere hier, angetestet, während wir auch hier die weiße Linie des All-Time High des 2021er Tops angetestet haben. Zwei relativ starke Trendlinien, die wir haben, eine eher mittelfristige, eine eher langfristige, dass wir hier etwas Widerstand finden, ist eine ganz normale Sache. Die Frage, die sich jetzt stellt, ist natürlich, wenn wir einsacken sollten, in welche Richtung wird das gehen? Wird das dann sein und wir sacken komplett ab? Ich denke mal, wir werden hier Support entweder bei der 65.000er Marke finden oder bei der 64.500er Marke und ich bin der Meinung, viel tiefer werden wir auch nicht fallen, bevor wir einen Anstieg nach oben sehen. Sollte dann doch noch der Push nach oben kommen, denke ich, werden wir hier in Richtung 72.000, 73.000er Marke gehen können und von dort aus einsacken. Sehr positiv wäre es, wenn wir natürlich bei der 69.000er Marke um den Dreh hier Support finden. Das wäre super positiv. Ob das so kommt, gut, das müssen wir abwarten und sehen. Jetzt, so wie es zumindest aus der aktuellen Perspektive aussieht, ist, dass der Markt jetzt erstmal einige Gewinne mitnimmt. Wie stark das jetzt sein wird mit der Gewinnmitnahme, das müssen wir abwarten. Gehen wir eventuell auch nur hoch auf die 70.000er Marke, 71.000er Marke, damit wir die Liquidität hier abholen und sacken dann ein, warten wir das mal ab. Es bleibt spannend, meine Lieben. Wichtig ist, dass der übergeordnete Aufwärtstrend aufrechterhalten bleibt. In diesem Sinne wünsche ich euch allen noch einen angenehmen Tag, meine Lieben, und Crypto Heroes out!